Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Don Diego. Ich bin der Shorty von der Test Area und ja, wir sind immer noch fleißig zugange. Hier, wenn ich das ganze Stroh bedenke, was hier liegt, das gibt wieder richtig viel Geld. Und unsere Produktionen sind voll, ne? Überall, wo wir Stroh brauchen. Ja, da ist Stroh drin. Dieses Feld hat auch keinerlei Bedürfnisse mehr, sehe ich gerade. Das heißt, wir können dann nach dem Strohbergen auch wieder direkt ansehen. Das Gras ist auch geerntet. Also ist von unserer Seite aus nicht mehr allzu viel zu tun hier. Er erntet halt Roggen. Ah, da hinten ist der Striegel auf Hochtouren. Er fährt nach Hause. Sind das 90 km/h? Echt jetzt? Ist schon hart. Verdammt hart, wie der da Gas gibt. Den hatte ich ja vorher geleert, weil ich mir gesagt habe, nö. Hier auf dem Feld liegt so viel Stroh. Und wenn du da mit 55% gefüllten Anhänger drauf kommst, dann packt der das nicht alles. Aber jetzt, ne? Sollte alles reinpassen. Die Vorgewände sind weg. Wir sind fast in der Mitte des Feldes angekommen. Ja, da mache ich mir keine Sorgen. So. Wir haben 0% Gesundheit. Wir haben 80.000 Liter Nahrung, noch keine Milch. Wir haben 40.000 Liter Stroh drin, noch keine Gülle. Ich frage mich hier, wegen dem Gras, ne? Ob die das fressen. Ich spule mal vor, es geht jetzt hier um 5 Minuten auf 9 Uhr. Mal um zu sehen, was passiert. ...57, 58, 59, 9 Uhr. So, jetzt haben wir hier Ergebnisse. Gülle 2604. Stroh haben sie ein bisschen verbraucht. Milch ist ein bisschen da. Nahrung. Oh, da haben sie aber. Haben sie aber auch verbraucht. Jetzt ist mal ausschlaggebend, ob wir Gras. Nein. Keine Graso. Nix Graso. Müssen wir wahrscheinlich anderes Gras erst wieder anpflanzen, ne? Ich lasse das mal. Erstmal. In Ruhe. Weil. Vielleicht dauert es ja länger, ne? Ach komm. Das Gras kostet mir nichts. Geh mal aus dem Weg hier. Das Gras kostet mir nichts. So, M. Wie Macaroni. Ich setze das jetzt einfach hier drauf. Überall. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt hier den Weg zum Gülle abholen. Verbaut. Da schimmert da drunter noch durch. Halb so wild. Halb so wild. So. Das Gras, gehe ich mal von aus. Wenn Kühe das hier tun, auf der Mountain Hill, hatten sie ja ansatzweise gezuckt, dass sie das Gras fressen, ne? Ja. Könnt ihr das jetzt auch hier euch reinziehen, einverleiben, die süßen kleinen braven Tiere. Dann werden wir das beobachten, und zwar um 10 Uhr ist dann das Stündchen wieder um. Milch, Fassungsvermögen 100.000 Liter, das ist wenig.
Gülle 200.000. Da müsste doch jetzt auch... Ey. Wo ist denn mein Popeye hier? So. Aber Popeye ist ja auch nicht wichtig. Das ist ja mehr Meister Popper. Da müsste ja in der Mistbox auch schon was liegen. Tatsächlich. Schweinestall, Pferdestall und Kuhstall. Und hier passt richtig Mist rein. Das wird was. So, 828.000 haben wir auf dem Konto. Wir müssen ja noch ein Feld ansehen. Du bist fertig. Alles klar. Let's go to the home. Du sammelst noch fleißig Stroh. Oh, oh, oh. Und du musst zur Getreidemühle. So. Produktionen. Getreidemühle. Damit die auch wieder läuft. Und kann ich da absetzen. Packe ich den ein. Komm, wir parken den ein. Wir parken den ein. Dafür haben wir die Parkplätze doch eingefahren, ne? So ist fein. Jo, die Seemaschine. Wir müssen roggen. Sobald wir das Stroh geborgen haben, roggen. Roggen. Roggenroll. Auf der 13. So. Ich fahre schon mal zu 13 hin, aber ohne schon zu aktivieren. Weil nachher ist er schneller. Ach, nee. Kann ich schon aktivieren. Wer hat das Stroh schneller darunter gerupft, als die Seemaschine es geschafft hat, da anzukommen, loszulegen. So. Zeit sparen. Zeit sparen. Zeit ist Geld, Geld ist Luxus. Luxus können wir uns nicht leisten. Und. Guten Tag. Die Anti-Greta-Fahne. Sehr schön. Ja, sehr schön. So, um dich geht es jetzt hier. Wir könnten theoretisch besten Preis für Stroh suchen, aber das ist albern. Über die ganze Map zu fahren für den besten Strohpreis. So viel Stroh, wie wir hier haben. Wie geht's eigentlich den Tieren insgesamt? Ich habe jetzt gar nicht nach den Schafen geguckt. Ich war jetzt wieder so fasziniert von der Kühe. Ja. Gesundheitszustand steigt, Produktivität steigt. 9000 Liter Wolle. Was? Warum wird das nicht hier reingezogen? Es wird eigentlich auch in die Hütte reingezogen, aber offensichtlich. Upp. Verteilen. Nach. Na, geht doch. Geht doch. Das ist hier super, super, keine Fragelistisch. Super unterallergetisch oder so. Ich muss das hier mit rüber schieben. Also das muss sowieso enger. Enger. Dann kommst du hier drauf. Das sind 1000 Liter Wolle für so ein Paket. 5000 passen ins Häuschen. Muss doch kein zweites Häuschen dahin bauen? Das wäre doch albern. Nein. Computer sagt nein. Machen wir nicht. Gut. Wir fahren zum Allesverkaufsträger unser Stroh verkaufen.
Markus kann raus. Der hat an der Getreidemühle abgeliefert. So wie das sein muss. Mehl. Aus Roggen. 324.000 Liter. Da kannst du erstmal, ne? Da machen wir die Bäckerei voll. Hier kommen wir zu. Milch, Eier, Butter. Ja, mit der Eier. Wir brauchen, um die Hühner zu versorgen, auch wieder entsprechend Getreide. Na, da finden wir auch Möglichkeiten. Wir haben ja Gerste für die Brauerei. Von der Gerste könnte man dann die Hühner füttern. Die Wachstumsphasen sind allerdings ziemlich lang, dass ich vermute, dass die Hühner zwischendurch hungern werden. Kommen nicht so lange mit dem Futter aus. Ne? Jawohl. Mulchen, Grubern, Säen, Düngen. Vier Arbeitsschritte in einem. So ist das gut. Und das auf 60 Meter. Ne? Wir spinnen das Gold wieder zu Geld. Quasi. Nein. Wir spinnen Stroh zu Gold. Wir spinnen das Gold zu Geld. War schon knapp, ne? Da kommt schon unheimliche Menge Stroh beisammen. Alter Verwalter, 50%. Also finanziell sind wir gerade ganz schön, ne? Und so. Wir sollten vielleicht echt überlegen, was wir weitermachen. Ja, okay, wir müssen die Molkerei kaufen. Wir brauchen noch den Baumwollernter. Wir brauchen noch einen LKW. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Wir müssen ein bisschen sparsame Rinski-Kowski sein. 237.000 Euro. Und so. Das Haus gefällt mir irgendwie. Ich meine, ich bin nicht so... Ich denke mir immer, was willst du mit einem so großen Haus? Was willst du mit so vielen Räumen machen? Vor allem, wer putzt das alles? Ne? So denke ich ja auch. Ach ja, aber ich glaube, wenn du richtig schwer reich bist, dann weißt du mit jedem Raum was anzufangen. Und dann hast du auch dein Personal, das das Ganze sauber hält. So, es ist nur noch die gesäte Maschine hier im Einsatz. Dann können wir schon wieder vorspulen eigentlich. Ja, aber das Vorspulen, da muss sein, ne? Wir müssen dann vorspulen, die beiden gedüngten Felder ansehen, dann holen wir uns wieder das Gras. Dann gucken wir bei den Kühen, wie es aussieht nach dem Vorspulen. Wir sollten tatsächlich ein Getreidefeld anlegen. Also nicht jetzt, nächsten Monat. Ein Getreidefeld anlegen, wo Stroh bei rumkommt. Gucken wir mal, ob die Wachstumsstufen geben. 11, 12. Das ist angesehen, das ist angesehen. Das wird bald reif, das und das wird auch irgendwann reif. Also, ein Getreidefeld. Definitiv. Auch nichts Kleines, ne? Schon ein bisschen was Größeres. Wir könnten die 3 und die 4 nehmen. Die könnten wir zusammenlegen. Und dann könnten wir dort... Dann könnten wir dort für die Saatgutproduktion irgendwas ansehen.
was auch Stroh bringen. Gerste haben wir, Roggen haben wir, ja, Weizen, ne? Weizen, wir können Weizen dann ernten für die Saatgutproduktion, damit die läuft, und dann haben wir wiederum Stroh für die Kühe wieder. Ja, so in der Art können wir das machen. Dann ist das auch geschafft. Arbeit beendet, kurz löschen, nach Hause schicken. Ja, dann war es das wieder für heute, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, mitmachen und dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Gerne auch auf unserem Discord Community Server. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal. Abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren auf alle Nachrichten, damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Inhalte auf meinem Kanal mehr verpasst. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen, und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao, ciao.